Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story, unserem großen verwirrten Burgbauprojekt hier. Ja. Die AI ist gerade mal wieder nicht sicher, was sie machen will. Wir könnten aber euch dann bald mal zurückschicken an die Quarry. Weil hier ist ja jetzt relativ leer geworden. So, schicken wir sie nach und nach zurück. Und schicken euch schon mal stufenweise hier rüber. Noch genau 5 freie Fleckchen und 5 Wigtrons, die dran arbeiten. Naja, so kann man es auch machen. Oh, ja, ich wollte, sollte hier ja aufpassen. So, damit wäre das hier auch fertig und es fehlt nur noch die Line halt hier. Dann haben wir die zweite Ebene auch gefüllt. Mal gucken, wie weit wir damit heute kommen. Vielleicht schaffen wir es sogar heute, die Katastrophe ihren Lauf nehmen zu lassen. Warte, da ist noch einer abhanden gekommen. Den kannst du auch einsacken. So. Okay. Dann füllt man fleißig hier auf. Hey.
So, das wird langsam. Hier wird es auch immer besser. Ah, und es wird langsam wieder heller. Gut. Können wir ja jetzt mal einen Blick auf die Fläche werfen, ob wir irgendwo Löcher drin haben. Sehe ich soweit aber keine, was gut ist. Schade, dass man den Home Crystal nicht verschieben kann irgendwie. Sonst würde ich ihn irgendwann mal in die Mitte unserer Burg verschieben. Aber ja, geht leider nicht. Warum fehlt da wieder ein Steinchen? So viel besser. Du, Rosalind, du sammelst mal alle Steine hier ein, die noch so im Gras rumliegen. So. Du sammelst die Steine auf, die hier rumliegen. Sie lassen echt irgendwie ein bisschen da dieses Loch aus. Die sechs Blöcke.
Plonk. Würde sich irgendeiner erbarmen, diese Steine aufzusammeln? Ah, Sonnenschein. Endlich wieder Licht. Gott, was wir dann alles abglatt gemacht haben hier, wenn man sich dann die Insel so ansieht. Wahrscheinlich ist es besser, wenn wir sie uns von der Seite ansehen. Wie viel Fantasie ist das jetzt? Ist das jetzt Raumschiff Enterprise von der Seite? Ganz ehrlich. So richtig. Ab hier die Triebwerke und hier das abgeflachte, der abgeflachte Rest. Auch wenn es hier unten dann ziemlich Bobbel gibt, aber. Ja. Von hier aus bis hier rüber ist alles nur noch plattes Land. Und je weiter wir weggehen, sieht man hier die Holzbalken durchschimmern, die wir verwendet haben. Ja, krass. Und ja, der Grünstich der Blöcke. Hier genauso. Irgendwie flonk verschwinden da Ebenen. Werden einfach nicht mehr gerendert auf die Entfernung. So, das können wir mal enger schieben. Ah, hier müssen wir mal wieder jemanden zum Aufräumen schicken. Muss mal wieder tuppeln. So, jetzt können wir, glaube ich, das Ganze mal breiter machen. Gut. Und schon wieder liegt hier Zeug rum. Ja, Hydra darf's einsammeln. Hydra Dominatus.
Die machen da aber halt auch sehr viele Löcher rein, ey. Ein Bröckelchen ist hier unten noch. Dann haben sie wenigstens einmal ringsherum alles abgetragen. Ja. Hydra darf schon wieder aufräumen. Jetzt wird's komisch. Egal. Hier wird's auch wieder komisch. Du jump mal da runter. Wenigstens haben sie wirklich dran gedacht, so einen Jump-Off-Befehl zu geben, für den Fall, dass ein Brickthorn mal irgendwo an einer Kante sich festgemeinert hat oder ähnliches und er dann einfach da runterspringen kann. Ach, ist mir mittlerweile egal, wie viel sie auf einmal schleppt. Oh, Mann. Einsammeln. Oh, da ist jetzt gerade der letzte Anhängsel von der Treppe abgebrochen.